Was sollte das vorhin bedeuten? Du willst die Tafelstücke nie wieder verlieren. Du hattest sie bereits? Wer bist du? Woher wusstest du von dem Schattengeist, den Asuka? Und warum wolltest du den Wandel zu dieser Welt? Nun gut, da ihr mir so untergeben wart, will ich euch das Finale nicht dumm mit ansehen lassen. Vor vielen Jahren schlachtete ich die Krieger des Clans ab. Schnell und effizient, einen nach dem anderen. Meine Blutlust kannte keine Grenzen. Das Blut spritzte literweise an die Wände, als ich ihre Burgen eroberte. Meine Macht war riesig und dieser Clan fett und aufgebläht. Zu schwach, um sich gegen mich zu wehren. Ein Bruchstück nach dem anderen wanderte in meinem Besitz. Bis eines Tages... Dies ist der Platz. Hier stand die Tafel. Der Platz der Elras. Diese elenden Krieger des Clans schmoren in der Hölle. Die verfluchten Elras ebenfalls. Nichts und niemand kann mich jetzt aufhalten. Meine Macht ist grenzenlos. Ich werde die gesamte Menschheit versklaven. Oh ja, sie werden mir dienen. Und nun gib mir Macht. Sol, Et, Maru, Debanor, Sai. Flam, Ur, Senak, Lomor, Zad. Malan, Fera, Kelim, Doradus. Verdammt, was ist da los? Warum passiert nichts? Ich habe den Zauber doch richtig ausgesprochen. Was? Ah! Sie zerbricht? Nein. Nein! Das kann nicht sein! Nein! Ich war gescheitert. Das war das Ende der Welt, wie die Menschheit sie kannte. Alles veränderte sich. Kontinente versanken, Berge erhoben sich. Nur weil ich etwas vergessen hatte. Denn Seelen habe ich genug gehabt. Doch ich hatte nicht gewusst, so wie dieser Wicht Sir Aaron. Sir Aaron, was hat er mit der Tafel zu tun? Tragisch und ironisch zugleich, dass ausgerechnet ihr Clanführer nichts vom Verrat eures Gründers wisst. Doch wer es wusste, wurde schließlich exekutiert. Nun lass mich dich erleuchten. Aaron hat ebenfalls versucht, die Tafel zu benutzen. Das! Jetzt sag mir nicht, dass ich lüge oder du mir nicht glaubst. Du hast Aaron doch mehr misstraut als jeder andere im Clan. Zu Recht, wie sich nun herausstellt. Doch schließlich hatte er durch mich seine gerechte Strafe erhalten. Ich kann es nicht glauben! Na schön, dieser Kerl wollte die Tafel also selber benutzen. Warum gelang es weder ihm noch dir? Tja, während dieser Knilch die Steintafel aktivieren wollte,
Obwohl er nicht einmal die erforderlichen Seelen hatte und deswegen die Steintafel zum ersten Mal zerbrach, beging ich einen anderen schwerwiegenden Fehler. Nachdem ich die Bruchstücke zusammengesetzt hatte, war es schon zu spät. Doch das wusste ich damals nicht. Denn diese verfluchte Steintafel muss erst von einem Elras aktiviert werden. Geschieht dies nicht, zerstört diese Tafel anscheinend die Welt. So genial wie einfach. Eine Sicherheitsbarriere, die verhindert, dass jemand anderes als ein Elras die Steintafel verwendet. Was war das? Das ist doch... Was höre ich da? Du sprichst von dem ehrenhaften, wunderbaren, mächtigen Elras? Jaina! 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 Schwester! Anscheinend wurde ich mehr als vermisst, auch wenn ich nicht Jaina heiße. Wer zur Hölle bist du genau? Ein Elras-Führer? Du siehst nicht, wer hinter diesem Körper steckt? Nun, da bin ich dir wohl etwas voraus, mein lieber Usta. Usta? Oh verdammt, das wird mir jetzt zu viel. Pharao Usta? Das ist doch nicht möglich! So, du kennst also mein kleines Geheimnis. Wäre es nicht fair, wenn du nun deines lüftest? Wer bist du? Oh, Usta, wie lange ist es her? Dein Sieg über die Elras? Als du uns in unser Buch verbannt hast und dann die letzten unserer Art abgeschlachtet hast? Ah, Gadar. Es überrascht mich nicht, dich im Körper eines rothaarigen Mädchens zu sehen. Soweit mir bekannt, hattet ihr schon immer eine Schwäche für solche Menschen. Oh ja, warum haben wohl sonst alle weiblichen Vampire rote Haare, wenn sie schon zu Lebzeiten rote Haare hatten? Weil wir es so wollten. Der Zauber des Vampirismus wurde durch unsere Leidenschaft dafür geprägt. Du perverses Monster, ich verfluche dich! Ruhe jetzt, sonst dürft ihr nicht bis zum Ende bleiben. Ja, dein Ende, Ustra! Oh Gadar, wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals euch vernichtet. Eure kümmerlichen letzten Magier wollten mich aufhalten, indem sie diese Steintafel erschufen. Meine Brüder, gleich ist es soweit. Ich ritze die letzten Zeilen des Spruches auf diese Steintafel. Dies wird es uns ermöglichen, Ustra endlich aufzuhalten. Ihr habt bereits zu viele von uns vernichtet. Selbst Gadar, Drogoth und Morlon wurden besiegt. Sehr gut! Endlich ist die Zeit unserer Rache gekommen! Nur noch wenige Augenblicke! Niemals, ihr elende Elras! Was? Oh nein! Er hat uns gefunden! Ganz recht, ihr Wichte! Ihr werdet diesen Zauber niemals vollenden! Das behauptet ihr! Wir sehen das ganz anders. Flieht und wir verschonen euch. Ihr werdet nun sterben, so wie schon viele Eras vor euch. Glaubt ihr, das kann mich aufhalten? Verdammte Eras! Seht mir zu, wie ich euch räche.
Ich werde euch aufhalten. Nein! Es ist vorbei. Die verdammten Wichte. Und jetzt werde ich diese Steintafel dazu nutzen, um mein Schicksal zu erfüllen. Diese verdammten Elras. Der Kampf hat ganz schön an meinen Kräften gezehrt. Aber endlich. Wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Niemals zuvor stand ich meinem Ziel so nahe. Unendliche Macht. Die Vernichtung der Elras und die Wiederauferstehung meines Volkes. Wenn ich jetzt nur noch diesen Spruch entziffern könnte. Die verdammten Elras und ihre merkwürdige Sprache. Das Buch war etwas einfacher zu lesen. So, was haben wir denn hier? Sol et Maru Debanor sei! Ihr werdet diesen Zauber niemals benutzen! Wie bitte? Wer wagt es? Wir, die tapferen Krieger des Clans der Heiligen Krieger. Verdammt, was ist denn hier passiert? Die Elras-Magier, Sir Aaron. Sie wollten die Macht. Diese Narren. Scheint, als gehen wir gerade noch rechtzeitig. Ihr magt es tatsächlich? Ich habe Dutzende von Elras getötet und ihr kümmerlichen Wichte stört mich in diesem Moment. Im Moment meines Triumphes. Fleht oder dies ist euer Ende! Nicht zögern, Agalio! Beatrice! Angriff! Der Unrat! Ich werde ihn beseitigen! Gut gemacht, Beatrice! Und nun werden wir angreifen! Ihr bedauerlichen Mächte! Ich gebe euch einen Vorgeschmack auf die Macht des goldenen Volkes! Richtet diese niederen Kreaturen hin, meine Kinder! Oh nein! Das! Das! Was ist los, Aaron? Ich kenne diese Kreaturen! Seid vorsichtig! Sieh sich einer euch tapfere Krieger an, Aaron! Sie schlottern jetzt schon vor Angst! Was? Was macht ihr denn da? Greift an! Fahr zur Hölle, du Monster! Das reicht jetzt! Unglaublich! Lässt der Clan jetzt also schon kleine Mädchen für sich kämpfen? Wir tun, was immer nötig ist, um das Böse zu besiegen! Los, Beatrice! Du widerliche Göre! Was? Niemand stellt sich mir in den Weg! Oh Gott, Beatrice! Wir sind dran, Männer! Na los! Achtung! Er greift an! Verflucht! Angriff! Wir haben es geschafft. Er ist tot. Es ist vorbei. Ustra ist tot. Endgültig besiegt. Aaron, dieser Zauber darf niemals ausgesprochen werden.
Zerstöre die Steintafel! Aaron! Zerstöre die Tafel! Nein! Die Lehrer sind noch nicht besiegt! Die Gefahr durch das goldene Volk ist noch zu groß! Dieser Zauberspruch gibt uns die Macht, das Böse endgültig zu vernichten! Seid ihr verrückt? Das ist viel zu gefährlich! Der Spruch wird die Menschheit vernichten! Du weißt doch nicht mal, was dieser Zauberspruch bewirkt! Er gibt uns Macht! Nein, er wird die gesamte Menschheit vernichten! Seid doch vernünftig! Zerstört die Steintafel, sofort! Ich fürchte, ihr seht nicht, welche Möglichkeiten diese Steintafel uns bietet. Sie gibt uns die Macht, diesen ewigen Krieg gegen die Feinde der Menschheit endgültig zu beenden. Das könnt ihr nicht. Wer, Dries? Es tut mir leid, Agaleo. Verzeih mir, mein Freund. Doch das hier ist wichtiger als dein Leben. Ich werde mich um Asmus kümmern. So, wie ich mich um dich gekümmert habe. Doch nun müssen wir den Sieg des Clans besiegeln. Steintafel, gib mir Macht! Nicht zu fassen! Aaron hat Asmus Vater getötet und wollte auch noch den Erraster benutzen. Dieser größenwahnsinnige senile Sack! Doch hattet er nicht einmal genug Seelen, worauf denn die Steintafel zum ersten Mal zerbrach. Haha! Aber am Ende warst auch du vernichtet, Ustra! Wären dieser verfluchte Clan nicht aufgetaucht und hätte ich nicht so viel Kraft durch den Kampf gegen die Elras verloren, so müssten wir heute nicht hier stehen, denn dann gäbe es weder dich, Gara, noch diesen Clan. Ich hätte die Herrschaft über die gesamte Welt. Hätte, mein lieber Ustra. Doch nun hast du ja die Tafel wieder zusammengesetzt. Zum zweiten Mal. Was redest du da? Ich verstehe das auch nicht. Wie kannst du die Steinstücke bereits zum zweiten Mal zusammensetzen? Das hätte der Clan doch gemerkt, wenn du die Bruchstücke entwendet hättest. So langsam begreife ich, wie es zu unserer Befreiung kommen konnte. Ustra, ihr habt versucht, den Spruch zu sprechen. Aber eure Unwissenheit über die Aktivierung der Steintafel hatte dazu geführt, dass stattdessen die Erde erschütterte. Und wie es dafür Zufall es wollte, wurde mein Buch, das von der Klippe stürzte, durch das Beben wieder in die Oberfläche befördert. Oh, das waren lange kalte Jahre am Grunde des Sees, eingesperrt in dem Buch.